Hier wollte ich euch nochmal meine Routine zeigen, die ich am Freitag durchgeführt habe. Das ist so meine Routine, die ich jeden Jumma mache. Und das waren die Vorbereitungen, bevor es in den kleinen Wochenendtrip ging. Für uns Muslime ist der Freitag ein Feiertag, daher gestalte ich es bewusst etwas schöner, damit es bei den Kindern auch ankommt und dass sie sich diesen Freitag auch so vornehmen, dass er unser Feiertag ist und wir schöne Dinge vorbereiten oder zusammen einen Ausflug machen mit der Familie. Genau. Ich war dann noch auf dem Bazar und habe frische Erdbeeren und Früchte gekauft für den Erdbeerkuchen, für unseren Freitagkuchen. Ja, und dann habe ich die Sachen vorbereitet für unser Wochenendtrip, die Klamotten und das ganze Essenszeug. Und dann ging es auch schon los. Hey, Mann, seid ihr laut. Auf geht's, raus. In diesem Wintergarten könnt ihr euer Kaffee oder Tee genießen, bei diesem Meeresblick. Schaut mal auf ihrer Seite vorbei, sie hat mehrere schöne Wohnungen, die auch eventuell größer sind, mit einem Biopool. Ja, es lohnt sich. Guten Morgen aus dem Urlaubshaus, sage ich jetzt mal so, aus der Wohnung, die uns eine Bekannte zur Verfügung gestellt hat. Jetzt gibt es erstmal türkischen Kaffee. Meine 10 Minuten. Jetzt verwöhnen wir mal den Mann hier im Haus. Der möchte seinen türkischen Mokka mit Stückle Kuchen. Ich habe mir Lindenblütentee noch gekocht.
sehr gut gegen Entzündungen. Ja. Papa, ich hatte den Hals in der Ecke gefunden. Ja, es voll sallaya sallaya getirdim. Oh mein Gott. Ja. Ich habe richtig sallaya sallaya getirdim. Razı olsun. Für uns geht's jetzt Kühlefe essen. So, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren. Gucken wir mal, was es hier alles so gibt. Zelda Göl de Bier war, also es gibt so einen See. Da wollten wir eigentlich auch mal vorbei. Oder geht es, oder? Zelda Göl ne. Let's go! الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهر الطريق تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككا Peki şu orta bölümde bir yer var. Oraya nasıl geçiyoruz? O abi arkadan çıkıyorsun. Karşı tarafı diyorsun da. He. Ya orası şuradan gidiyorsun. Öyle yerde. Am schönsten ist, wenn man gebetet hat und dann rausgeht, gell? Aber hier hat man halt die Möglichkeit, wirklich an jeder Ecke beten zu können. Deswegen ist es nicht so dramatisch. So. Da sind wir jetzt angekommen. Mal gucken, ob meiner besser schmeckt oder der hier. Nein, schmeckt besser. Chipplatsch, Frau. Chipplatsch. Also, wir sind jetzt fertig. Es war halt, ja. Also, es ist nur ein Restaurant, wo du so ein bisschen chillen kannst, aber drumherum kann man nicht wirklich laufen
oder picknicken. Das finde ich halt ein bisschen blöd. Aber wir fahren jetzt mal weiter in die Altstadt. Wenn ihr das bloß nur duften könntet. Was riecht hier so schön? Das ist wieder diese Pflanze. Es ist Jasmin. Das ist Jasmin. Oh mein Gott, die Jasminpflanze riecht so schön. Ich weiß nicht, was ist das? Sind das Mandarinen? Ey, Jasmin riecht echt mega. Hier haben wir ein kleines Lädchen. Merhaba. So süß. Und hier haben sie immer ihr Brot drin. Kann man hier frisches Brot. Dieser Jasminduft killt uns gerade. Ich muss nach Marokko, da ist es überall. Oder in Tunesien. Orangen. Was ist denn das hier? Du bist sleeping hier? Oh, oh, okay, da gehen wir jetzt rein. Jalla. Aber warte mal, da war noch was anderes da vorne. Wo redet der Bakcham da? Wow, ja, ich will aber so gucken, was da so. Du bist ja süß, hey. Wahrscheinlich hat da jemand Geburtstag. Er hat was ganz Schönes geschrieben, sie oder er. Menü Allah ne verdise. Also das, was Gott uns gegeben hat. Okay. Wie viel muss? Anna, was ist denn nicht auch so?
Das ist die Menükarte. Sinngemäß. Wenn ich erkannt habe, da ist sie dann nicht. Das heißt, sinngemäß, wenn ihr dankbar seid, ich gebe euch mehr. Wir dürfen unsere Position, unseren Stand hier in Türkei an diesem Ort nicht sehen, wie als ob wir in Deutschland zu einem Spielplatz waren. Das, was wir hier gerade sehen, dafür zahlen andere Leute Ticketgeld. Tausende von Euros Ticketgeld bekommen wir nur, um das zu sehen. Wir wohnen hier. Wir können das sehen jeden Tag in Europa. Wir müssen Allah dankbar sein, damit uns mehr gibt. Wenn ihr dankbar seid, ich gebe euch mehr. Willst du zwei Schnitzel bekommen? Ja. Ich habe eine Idee, ich mach mal so. So. Nee, ich will nicht. Liebe Leute, wie hat es euch geschmeckt, Familie? Alhamdulillah, war mir sehr, sehr gut. Es war doch super lecker. Also ich muss sagen, es war echt sehr, sehr lecker. Mein Kuchen war super, Hamburger war sehr frisch. Alhamdulillah. Hier hängen überall so schöne Blumen. Schaut mal, wie schön die sind. Die sind ja richtig groß geworden hier im Garten. Das sind ja eigentlich immer so, ja, Deko zu Hause. Ich hatte die auch immer zu Hause bei Lidl und so gekauft. Die haben die aber eingepflanzt. Richtig toll. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buranın mısın sen? Evet, ben Akçabat'ın Kirazlık köyünden burada oturuyorum. Maşallah. Tarlan nerede senin? Bahçem orada, yukarıda. He, çalıştın, bitirdin her şeyi. Evet. Aslında şimdi başlıyor çalışmalar, evet, değil mi? Şimdi başlayacak bir daha. Aynen. O zaman size kolay gelsin. Çok Allah'a emanet olun. Ederim. Güle güle. Siz de Allah'a emanet olun. Wir müssen jetzt unser Nachmittagsgebet verrichten. Und da gehen wir jetzt in die Moschee, die wir vorhin gesehen haben. Das ist, glaube ich, so eine alte Moschee. Tarihi Camisi. So, jetzt gehen wir erstmal beten und müssen Allah danken. Ich schieße mal rein. Also mach hinzu. Oh. Wie toll ist das denn bitte? Vorsicht, Miriam, hier ist sehr tief, ne? Hier kann man runterfallen. Jetzt tun wir hier beten. Ich freue mich. Na, so hier nochmal Großformat. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Vorhin, als wir in dem Café waren, habe ich die ganzen Blumen dort bestaunt. Dann habe ich gefragt, woher sie diese Blumen haben. Und er hat mir dann eine ältere Dame empfohlen, die ihre Blumen selber züchtet. Daraufhin sind wir auch gleich losgelaufen und haben diese Dame gesucht. Şöyle mi? Ne takıyorsun ona? Bu ne astık bu? Böyle koyuyor, böyle avara işte. Hani bir taş at takıyor da. Kuşa vuruyorsun lan sen. Sen yiyorsun. Yok yok. Zevki öldürüyor. Ne zaman geçiyor abur işte. Abur işte. Sana ben bir taş bulayım dur. Taş var bunda. Ya at. Sen at. Sıkıldın sen burada. Ha şöyle mi atayım? At. Uzat. Atayım o zaman. Bak. Aşağı niye atıyorsun uzat? Yukarı. Çek. Gitti. Wieder zu Hause angekommen, habe ich mir einen Kaffee gekocht und mein Buch geschnappt. Fordere dein Herz zurück und habe wieder die paar Seiten verinnerlicht, die da drin standen, mit diesem schönen Blick zum Meer und habe wieder meine 10 Minuten genossen.
Wir waren ja gestern hier bei so einem Mann, dessen Frau Blumen verkauft. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg zu ihr, weil ich sehr gerne bei ihr was kaufen möchte. Ich. Oh Gott, dieser Jasminduft. Wir sind wieder bei dem Jasminduft. Das ist so Hammer, gell, Beto. Wir brauchen einen Garten. Ich hab's deiner Mutter geschenkt. Ach. Nein, der hat nicht so gut gerochen. Wir brauchen einen Garten mit so diesem, dass wir überall Jasmin machen. Meine Mutter hat das auch erwähnt, gell? Ja. Die hat gesagt, dass in Tunesien überall nach Jasmin riecht. Das ist so schön riecht, hat sie gesagt. Mama. Da sind wir. Mal schauen, ob die da sind diesmal. Ob sie da ist. Gestern war sie nicht da. Da ihre Blumen. Da ist er schon. Hadi. Nasıl be? Su kollardım. He? Su kollardım. Gel. Abla evde mi? Geliyor, geliyor. Yavaş. Valla. Hocam nerede bakar mı? Gelir misiniz? Şimdi ben dedim ya geleceğim diye. Efendim? Dedim ya geleceğim diye bir daha. Ben de söylerim, gelecek miyim? Aynen. Heveslik şeysi daha çok arttı. He? Evini şimdi benim bahçem olmadığı için senin gibi böyle oynamıyorum, çiçeklerle dikemiyorum. Evet. Ama olsun böyle balkona hani. He, balkonda olur bunlar. Sen de zaten balkona evet, asmışsın evet, oraya. Evet, şunlar mesela bak sakız sardunyalı diyoruz ya şunlar. Bunlar yaz kış açıyorlar. Her de evin balkonun güneşe karşısı. Benim o balkonumda bunlar hep devamlı açtılar şunlar. Devamlı yani. Ha, şimdi bunlar güneşin altında mı kalması lazım? Bir şey olmuyor. Güneş nasıl almıyor mu evin? Alıyor. Tamam hiçbir alıyor. Şey yani güneş bir şey yapmaz. Sadece hı-hı, kar mesela belki mi etkiler. Başka kar yağsın ona kar çıksın yine eşkin çünkü. Ya şunlar üstüne benim bunların hep kar yağdı mesela. Hiçbir şey de olmadı. Olmadı. Düzköy'de nerede kalıyor? Düzköy siz devamlı mı oradasın? Bak Düzköy ben orada yaşıyorum. Ha. Tamam. Ich bin jetzt gerade am Umtopfen, die was ich jetzt mitgenommen habe, die Pflanzen. Ja, ich habe jetzt Erde von dem Feld da oben geholt. Ja, so mit Klamotte. Klamotte sind hier. Ja, mir macht das auch Spaß. Hier ist ein bisschen Erde gewesen. Jetzt topfe ich das mal um. Ja, so dass das nicht kaputt geht, die Wurzel. Ganz unten. Wie ist kaputt? Was ist denn hier? Echt? Ha? Gar nicht irgendwie. Aber wie sagst du kaputt? Wäre gut, wenn du es behältst. Ja. Das hilft dir. Okay. Ist das? Hier. Ist das Mayonnaise?